Hallo und willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zur 7. Folge von Mount & Blade Warband. Entschuldigt den abrupten Anfang hier. Ich habe mich auf die Couch gesetzt und leider mit dem Controller mich so bewegt, ohne Scheiß, dass ich den Gegner auf der Karte angeklickt habe und auf ihn zugeritten bin. Ich wollte mir eigentlich die beiden Gruppen, Banditengruppen mal anschauen und den Schwächsten angreifen. Ich habe keine Ahnung, welchen ich jetzt angegriffen habe. Aber okay. So oder so wird es im Blut enden. Und zwar dem unserer Gegner. Los geht's! Das ist niemals passiert. Das hat keiner gesehen. What the fuck, was war das? Scheiße. Ah! Das darf doch nicht wahr sein. Also das war das Bescheuerste, was mir jemals passiert ist. In diesem Spiel! Naja, wenigstens habe ich mal einen getroffen! Scheibenkleister, der hatte den Speer gesenkt. Wenn die den Speer gesenkt haben, hat man ganz schlechte Karten. Okay. Eure Feinde nehmen euch gefangen. Oh verdammt, ich habe irgendwas verloren. Würste, ich habe Würste verloren. Nein. Saranitisches Sultanat in Svadien. Nach leidvollen Tagen der Verschleppung bietet sich euch eine Gelegenheit, in der flieht vor euren Angreifern. Und zwar in Bekleidung von Jeremus. Diese Bastarde haben keinen meiner anderen Kameraden in Gefangenschaft. Seltsam. Oh, ich bin nackt. Passiert. War mir irgendwie klar, dass niemand von diesen Feiglingen gewillt ist, sich mir anzuschließen. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Scheinbar haben wir in der Wüste kein Glück. Vielleicht. Oh nein! Nicht schon wieder. Welche Mistsau will mich wieder umlegen? Diesmal scheint es ein paar mehr zu sein. Geil! So, noch einer? Nein. Ah ja, immerhin 100 Denare. Warum nicht? Und vielleicht treffe ich auch meinen guten Freund. Auch Bunduk ist auch cool, aber der kommt leider mit den anderen nicht klar. Und den ich suche, ist hier auch nicht. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich? Könnte mir eine Rüstung leisten. Aber nein, ich halte mein Geld mal noch bei mir. So, hoffentlich begegnet mir jetzt unterwegs kein Gegner. Ich muss meine Truppen wieder aufbauen. Oh. Jetzt kommen sie aber wirklich zusammen. Manit, da ist er ja. Der Gute. Hallo, wärt ihr wohl so nett, einen Becher mit mir zu trinken? Ich habe nur noch 5 Dinare und trinke nicht gerne alleine. Eure letzten 5 Dinare?
Was geschah mit euch? Ich hab Besseres zu tun. Was ist geschehen? Es ist eine tragische Geschichte, mein Herr. Vor einer Weile verließ ich Üeiland mit einer Warenkarawane. Ich hoffte, alles in Sargot für ein hübsches Sümmchen zu verkaufen. Aber wie es der Teufel wollte, wurden wir von einem Trupp Kergit-Räuber überfallen, der sich mit fast allen Pferden und Waren davon machte. Und den Rest meines Besitzes stahlen 2 Tage später meine eigenen Karawanenwachen. Und nun bin ich hier ohne Geld und ohne Mittel, um nach Hause zurückzukehren. Tja, Pech, mein Freund. Schöner da noch. Nun, vielleicht könnte ich euch Arbeit anbieten. Könnt ihr kämpfen? Nun, ich will zugeben, dass ich kein Krieger vom Beruf bin. Ich lerne schnell, ich kann reiten und weiß so einiges über Handel, Preise und so weiter. Ja, es reicht. Ich fürchte, ich kann nur Männer mit Erfahrung gebrauchen. Einen schönen Tag noch. Naja, nein, komm mit. Gut, gib mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten, dann bin ich bereit zum Aufbruch. Tja, meine restlichen Gefährten werden vielleicht nochmal auftauchen. Wow, momentan herrscht ja wirklich überall Krieg. So, 29 Truppen. Es wird Zeit, dass wir nochmal irgendwo einen kleinen Kampf haben. Wir brauchen bessere Ausrüstung. Ah, verdammt, ich hätte den Reisenden ja fragen können, ob er zufälligerweise meine Pferden gesehen hat. Oder ich hätte auch zurückreiten können und die Banditen nochmal attackieren können, um meine Truppen, die gefangen genommen wurden, nochmal zurückzunehmen. Naja. Jetzt ist es passiert. Oh, was haben wir denn da? Waldbanditen, gerade mal 7 Stück. Tja, es wird zwar Tode geben, auf meiner Seite, aber das ist es wert, wenn ich dafür 7 neue Soldaten kriege. Los, hinterher. Die haben eine Geschwindigkeit von 5,5 und ich von 5,4. Das heißt, die hängen mich auf Dauer ab. Niemals. Spurensuche, Taktik, Wegfindung, Kartengeschwindigkeit ist erhöht, sehr gut. Und die Sichtweite des Trupps will ich erhöhen. So, 5-5. Gegen 5-5. Gute Manit wird auch einer meiner Leibwachen. 5-5. Komm schon, auf Dauer holen wir sie doch ein. Wir müssen nur noch ein paar Mal eine Kurve machen. Ja! Euer Glück hat ein Ende, Schuft. Der Tod ist euch sicher, auf jeden Fall. Aber leider, Waldbanditen, die werden mit Pfeil und Bogen auf mich schießen und ich habe hier eigentlich nur Rekruten, also Bauern, bessere Bauern, kann man sagen. Es wird definitiv Tode geben. Wo kommen die her? Da hinten. An dem Baum. Ich muss aufpassen, Glückstreffer könnte es jederzeit geben. Die sollen sich schön auf meine Leute konzentrieren und während die auf die Rekruten schießen, flankiere ich sie, falle ihnen in den Rücken und es wird ein Massaker geben. Oder meine Leute erreichen sie im Nahkampf und schlachten sie so ab. Was besser passt. Das war scheiße. Wah! Ah! Jedes Mal verwechsel ich diese Scheiß-Taste! Ah! Ich bleibe am besten in dieser Sicht. Komm schon! Das war scheiße. Aber ich habe meine Truppen bekommen, die ich wollte.
Und ich bekomme wieder neue Leibwaren. Sehr geil. Ah, ich will die zu den Banditen, verdammt, ich will sie gefangen nehmen. Nein! So, Jagdbogen, Schaden 15. 18, 13. Oh, es wird Zeit, dass ich wieder was Essen kaufe. Eine Falle? Achso, Fälle! Ah! So, Jeremus, du als erstes. Ich möchte deine Ausrüstung sehen. So, du bekommst eine Haube. Die Axt wird dir wenig bringen, du bist gut im Stabkampf. Nein, du bist eigentlich mit überhaupt nichts gut. Nein, Moment. Halt! Stopp! Manit, was hast du denn für eine Waffe? Okay, du kriegst die Axt. Er kann diesen Gegenstand nicht benutzen. Ich glaub, meine Axt pfeift! Dafür bin ich jetzt den weiten Weg geritten. Naja, immerhin 33 Soldaten. Königreich Svarion und die Vegier haben Frieden geschlossen. Bäh, Frieden. Schlecht fürs Geschäft. Na, streitlustiger. Ah, nein, doch kein streitlustiger Säuber. Hallo. Ah. Mein Herr, sicherlich seid ihr von kriegsführendem Volke und jemanden, der uns helfen. Und jemand, der uns helfen könnte. Werdet ihr meine Bitte lauschen? Was laberst du daher, Bauer? Spuck's aus. Was ist passiert, mein guter Mann? Eine Bande Briganten hat in unserem Dorf Zuflucht gesucht. Sie haben uns alles genommen, uns gezwungen, ihnen zu dienen und haben allerlei schändliches Werk getrieben. Meine Üeier. Wenn einer von uns auch nur wagt, aufzubegehren, so wird er auf der Stelle getötet. Achso, wird auf der Stelle getötet. Ist doch nicht so schlimm. Ich dachte, dann wird sein Üei gegessen. Unser Dasein ist unerträglich geworden. Ich habe mein Leben riskiert und bin davon gelaufen, um Hilfe zu suchen. Warum geht ihr nicht zum Fürsten eures Dorfes? Er sollte sich der Banditen annehmen. Das habe ich getan, mein Herr, doch die Männer meines Fürsten ließen mich nicht zu ihm, weil ich nicht sprechen kann, und sagten, er wäre mit wichtigeren Angelegenheiten beschäftigt und dass wir uns selbst um unsere Probleme kümmern sollten. Bitte, mein Herr, ihr seid sicherlich ein Mensch von großer Tapferkeit und gewandt im Kriegshandwerk. In euren Diensten stehen gewiss viele Freunde und Soldaten. Wenn uns jemand helfen kann, dann seid ihr es. Wohlan, ich werde euch helfen. Wo liegt dieses Dorf? Ich habe momentan keine Zeit für solche Sachen. Warum soll ich gegen diese Banditen kämpfen? Was ist für mich drin? Nein, wir werden helfen, denn wir haben Ehre. Gott schütze euch, mein Herr. Unser Dorf ist Ema. Es ist nicht allzu weit von hier entfernt. Du meinst, euer Dorf ist im Ema. das ist ein Eimer. Der Ema ist ein... Na, egal. Ach, ihr könnt nicht mal alle. Nein, nicht alles. Das wäre ein bisschen hart. Ema. So, da ist es. Für den Rosenkohl. Ich werde über Tag angreifen. Dann kann ich nämlich vielleicht noch jemanden aufrüsten. Ja! Auf geht's. 33, wie viel davon können kämpfen? Egal. Das Dorf Ema scheint in Schwierigkeiten zu stecken. In den Feldern und Obstgärten herrscht reges Treiben. Die Dörfler sind mit den Arbeiten der Jahreszeit beschäftigt. Mensch wie Tier sehen recht gesund und wohlgenährt aus. Doch ein paar der außenliegenden Felder sind nicht bestellt. Und einige Mauern bedürften der Reparatur. Was andeutet, dass nicht genügend Hände zur Verfügung stehen, um alle anstehenden Arbeiten zu verrichten. Ihr erinnert euch, dass dieses Dorf und das umliegende Land Graf Remusk von Rotak-Königreich gehört. Das Dorf wird von 20 Banditen heimgesucht. Die Bevölkerung ist euch gegenüber gleichgültig. Tötet sie. Zu Fuß.
Ah, Gott. Wow, Aufstand! Oh, natürlich sind die Briten. Was denn auch sonst? Los, Vibes-Folge. Oh Gott, Rückzug, Rückzug! Bauern. Die werden niedergemacht, geil. Bin stolz auf euch, meine Freunde. Oh, geil, Mistgabel. Oh, Mistgabel! Eure Verluste, 2 Tote, 8 Verwundete. Dafür hat es sich gelohnt. Wir werden nichts weiter annehmen, als das, was uns versprochen wurde. Und dafür haben wir euch geholfen, dass sich jetzt keiner meiner Armee anschließt. Also jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich schwer enttäuscht. Okay, das Dorf wird überfallen. Okay, ich kann mich schlecht mit so einer Armee anlegen. Ziehen wir uns mal zurück. Okay, wir haben noch genug Getreide. Und Geld. Ja, yep, wir haben genug Geld. Sag mal, du warst doch in der anderen Stadt doch schon gewesen. Lösegeld, Karawanewache, wandernder Skalde. Ich suche eigentlich einen Reisenden oder einen meiner Gefährten. Bauer, also ist wieder so ein Dorf zum Befreien. Na, machen wir. Mein Herr, sicherlich seid ihr von... Ja, ich kenne das. Das hat der andere ein paar Minuten vorher auch schon gesagt. Was ist denn passiert, mein Herr? Egal. Okay. Was ist für mich drin? Wir sind nur arme Bauern, mein Herr. Und die Banditen haben bereits fast alles gestohlen, was wir hatten. Aber wir werden gerne das Wenige mit euch teilen, das uns geblieben ist. Wir werden für immer in eurer Schuld stehen, solltet ihr uns helfen. Ja, gut. Unser Dorf ist Asgard. Das klingt cool. Asgard da oben. Die kann ich nicht aufwerten, oder? Nein. Okay, auf nach Asgard. 29 kampfbereite Soldaten, sehr schön. Gegen, oh verdammt, 20 Waldbanditen. Es wird wieder so ein kleines Bogenmassaker geben. Los! Kämpft für euer Dorf! Für mein Geld! Für das Ü-Ei meines Vaters! So, was sind denn diese Kackbratzen? Na, natürlich da oben. Oh, verdammt. Wow! Okay, ich dachte jetzt, die sind da oben.
Oh, Pfeil im Gesicht tut weh. Verdammt! Ihr schafft es einfach nicht, die Banditen niederzuringen. Voller Wut machen sie das Dorf dem Erdboden gleich, um die Bauern zu strafen und lassen dann die brennende Ödnis hinter sich, um frisches Plündergut zu suchen. Das Dorf wurde geplündert. Tja. Scheiße. Wir haben es nicht geschafft. Tut mir leid. Das wäre ein bitteres Ende für die Folge. Also das kann ich nicht auf mir beruhen lassen. Ich habe so viele Leute jetzt unnötig verloren. Und ich muss gucken, ob ich was essen brauche. So, wie viel muss ich dann bezahlen? 103 jeden Monat. Jede Woche. Ach, da oben geht schon das Nordgebiet los. Und Swadien versinkt im Krieg, sehe ich gerade. Ich kann mich jetzt auf kein Gefecht einlassen. Scheiße, also, da brennt ja alles! Hacke! Waldbanditen, 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 ach du Scheiße! Waldbanditenlager! Ihr nähert euch dem Versteck. Die Waldbanditen scheinen euch noch nicht entdeckt zu haben und ihr könntet euch noch unbemerkt davon schleichen. Ah, das ist dasselbe Text, wie wo wir den einen Typen da gerettet haben. Oh Mann! Ja, ist sogar dieselbe Karte. Wow! Ja, da ist der. Ja! Ich habe Angst. Ah, okay, das Problem ist, wenn ich die Karte anschaue, dann mache ich automatisch das Schild runter. Muss ja eigentlich nur meinen Leuten folgen. Ja, da im Schatten des Baumes. Ach, da hinten, okay. Ich sehe zwei Stück, oder? Ja, zwei Stück. Drei Stück! Der Bogenschütz ist das Problem. Ja! Wir sind gut, wir zwei. Ah! Der alte Kampfschild. Noch zwei Stück. Verdammt. Alter, war das knapp. Oh, verdammt. Thank you.
Komm schon! Ja, Pfeil im Handgelenk kann schon mal tödlich sein. Oh. Oh ja, also das ist jetzt ein gutes Ende für diese Folge. Fettbeute. Nomadenstiefel 14. 13. 15. Oh, schön. Handschuhe hat keiner? Nein? Schade. So, noch schnell in die Stadt. Das verkaufen wir jetzt alles. Nein, stopp. Moment, ich habe ja noch jemanden zum Ausrüsten. Ah, verdammt. Erstmal alles verbessern. So, der gute Manit als erstes. Ausrüstung sehen, bitte. 6 und 10. So, 13. Kann ja gar nichts. Naja, wenigstens kann er einen Beil tragen. Es ist ja was. Und jetzt noch der gute Jeremus. Wow. 19 und 14. Habe ich nichts, was so gut ist? Kampfstab, Stoß 20. Ja, okay, der ist besser. So. Einer meiner Gefährten hier? Sag mal, du verfolgst mich? Ach so, nee, warte mal, ich war ja gerade erst in der Stadt gewesen. Hehehehe. Jo, 115. Ah, hat sich gelohnt. Also Leute, das war's mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen. Es ist ein bisschen länger geworden, ein paar Minuten. Aber es ist ein, naja, mehr oder weniger zufriedenstellender Abschluss. Wir haben ein Banditenlager hochgenommen. Damit bin ich zufrieden. Mit dem Untergang des Dorfes bin ich leider nicht zufrieden. Wie ist denn die allgemeine Meinung? Ja, ist gut. Bin zufrieden. Also, das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Keine Ahnung, was wir da machen.